Wenn ihr noch günstige FIFA-Coins zum Team of the Season braucht, checkt mal gerne meinen Sponsor IGFold aus. Der Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch 8% sparen wollt, gebt einfach bei der Bestellung den Rabattcode FIFAGAMING ein. Außerdem könnt ihr noch gerne meinen Shop auschecken für die neuen Nice Hoodies, T-Shirts, Handyhüllen, Sweater und vieles mehr. Link ist natürlich auch wie immer oben in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es gerade zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte von mir persönlich unterschrieben dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Squad Builder Battle. Heute mal wieder im World Cup Modus mit einem Random Icon Pack. Beim letzten Mal kam das Ganze richtig gut bei euch an. Cenk ist auch am Start, ist noch ein bisschen erkältet. Dafür einmal ein Hashtag Ehrenmann in die Kommentare, Leute, dafür, dass ihr trotzdem mitmacht. Und ja, ihr wisst es, lasst gerne wieder ein Like da, lasst gerne wieder ein Abo da. Wenn euch diese Random Squad Builder Icon Battles gefallen, machen wir das Ganze natürlich ja gerne öfters für euch. Lasst mal hier ein Like da, 2000 Likes easy. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren und Cenks Kanal auschecken, Leute. Link ist unten in der Beschreibung dafür, dass der Ehrenmann hier mitmacht. Was geht ab, Ehrenmann? Was geht? Also okay. Ich kann nicht so viel reden, Leute, aber es wird fast schon. Ist besser so, wenn du nicht mehr Spaß. Okay, sollen wir direkt anfangen mit dem Icon Pack? Ja, Mann. Okay, ich zähle den Countdown runter. Ich zähle bis 3, ja? Von 1 bis 3, bei 3 öffnen wir gleichzeitig. 1, 2, 3. Ab geht's. Come on, ey. Was ist beim letzten Mal? War 94er Yashin, glaube ich, ne? Was hatte ich nochmal? Weißt du das noch? Ich weiß nicht mehr, Alter. Keine Ahnung. Brasilien! ZOM! Pelé, bitte! Komm! Nein, Ronaldinho! Nein, ey, mir fehlt immer noch dieser Pelé, Mann! Ey, Ronaldinho, was ist du? Fehlt dir Maradona? Was ist Maradona? Yep. What the fuck, Digga? Läuft bei dir, Maradona, ey! Ey, das gibt's doch nicht, ey! Ich hab Ronaldinho, Mann, warum wird's nicht Pelé? Das gibt es doch nicht, ey! Gib doch bitte diesen Pelé, ey, okay. Ronaldinho, du hast Maradona. Das heißt, wir bauen jetzt beide, unser Team, um diesen Spieler. Beide auf den ZOM, Alter. Das könnte jetzt interessant werden, Leute. Also, wir checken das Ganze direkt mal aus und sehen uns dann gleich wieder, wenn die Teams gebaut sind. Heftige Packs, Alter, jetzt mal ernsthaft. So, ab geht's, die Teams stehen und ich habe die 4-3-2-Formation. Ronaldinho als ZM, Cenk, was hast du? 4-3-3, 4 hast du, ne? Yep. So, wir haben schon aufgeschrieben, das heißt, wir kommen zu den ersten Spielern. Bei mir sind es die beiden Stürmer, das heißt, du hältst mal hier hoch deine Tafel. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du drauf kommst. Mein erster ist Luis Suarez. Ja, es geht genauso gut weiter, würde ich sagen, beziehungsweise noch ein bisschen besser, Leute. Denn der zweite Stürmer ist Mittelstürmer, denn da finde ich ihn. Und hier ist er, und zwar R9, Ronaldo, Digga. Icon Ronaldo, Icon Ronaldinho, was will man mehr in einem Team? Übrigens, hatten wir vergessen am Anfang zu erwähnen, der Verlierer dieses Squad-Builder-Battles muss seine Icon wieder abstoßen. Das heißt, es wird entweder Ronaldinho oder Maradona abgestoßen. Das heißt, es geht hier für beide um einiges. Also, dann schauen wir doch mal. Wie sieht's aus bei dir? Hast du einen von meinen Stürmern? Ich habe zwei Brasilianer. Ach, komm, hast du also R9. Ich habe Firmino aufgeschrieben, ja. Und ich habe halt Ronaldo aufgeschrieben, aber ich meinte halt echt R9, von daher, ja, da kann man mir trauen. Gedacht. Ja, ich traue dir mal, Digga. Ist ja auch egal, das Ding ist doppelte Chance. Du hättest damit auch Cristiano meinen können, aber das zählt auch, weil beide heißen halt Ronaldo. Ja, ich glaube dir schon, Digga. Scheiße, es war zu offensichtlich. Ich glaube, ich habe nämlich letztes Mal schon mal gegen dich benutzt gehabt, ey. Normal. Ah, shit, okay. R9 kommt raus, kommt erstmal hier auf die Bank, Digga. Das heißt 1-0 schon für dich. Ronaldinho, es tut mir leid, Mann, ich werde es wieder aufholen. Okay, let's go, hau raus, deine drei Stürmer. So, wen habe ich denn da? Ich habe einmal im Sturm Firmino, Rechtsflügel Coutinho und links habe ich dann einen Spanier namens Asensio. Och, Mann, ey, ich bin dreimal auf dieselbe Nation gegangen, aber habe die Nation halt komplett verkackt, weil ich auf Argentinien gegangen bin. Ich wollte kurz Argentinien mitnehmen, ne, aber... Echt? Ja, ich hatte Higuain, Messi und Alejandro Gomez. Die hätte ich halt echt alle mitgenommen. Echt? Ja. Argentinien ja voll verkackt, vor 2 Tagen oder so gegen Kroatien verloren. Ey, das war's wahrscheinlich. Ja, gestern, wenn wir das Video aufnehmen, aber ich lade das Video erst Samstag hoch. Cenk, denk mal ein bisschen nach hier. Was soll die Scheiße, Mann? Hör mal auf, hier so eine Kacke zu erzählen. Also vor 2 Tagen für die Leute, die dieses Video hier sehen. Nee, Spaß, Leute. Wir kommen ins Mittelfeld. Und schauen wir mal, wie es da aussieht. Ab geht es ins Mittelfeld. Checkt vorher noch wie immer meinen Shop aus, Leute. Falls ihr noch Bock habt auf die nice Sachen im Deutschland-Design, gibt es als Pullover in schwarz und in weiß und als T-Shirt natürlich ebenfalls in beiden Farben. Schweiß und was? Wahrscheinlich, oder? Weiß und schwarz erhältlich. Checkt's gerne aus, Leute. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ihr wisst es, ab 30 Euro Bestellwert gibt es weiterhin die legendäre Nice-Tasse im Deutschland-Design gratis zu eurer Bestellung dazu. Limitiert, nur solange vor Ort reicht. Deswegen behaltet euch, falls ihr noch haben wollt. Ich weiß nicht, wie lange es die noch geben wird. Und
Gratis Autogrammkarte gibt es natürlich auch. Wie immer dazu. Also abchecken lohnt sich. Und Jen, du hältst hoch, ne? Ja. Ich überhaupt, lass mich auch kurz mal, ey, mach mich nicht nervös hier. Kurz mal abchecken. Oh, ich habe so, so ein Undercover-Mittelfeld. Wer ist denn der Link überhaupt? Da wirst du safe nicht drauf kommen, ey. Okay, mein erster Spieler ist. Es sind, ich kann es nicht sagen, es sind drei Südamerikaner, ja? Also, ich bin hier noch im selben Kontinent geblieben. Einmal habe ich Giuliano am Start. Weiter geht's dann mit Oscar. Und der letzte war hier. Pereiro, Junge. Uruguayer. Ganz kuriose Sache. Aber ja, eigentlich steht hier oben jetzt R9. Fehlt natürlich jetzt. Also, das ist mein Mittelfeld. Oscar. Wie ist der andere? Pereiro und Giuliano, genau. So, das ist mein drei Mittelfeld. Not bad. Mein Fehler war, dass ich dachte, dass Suarez Argentinier wäre. Läuft besser. Also ich hatte absolut einen Denkfehler. Ich dachte mir so, ich muss jetzt einen Argentinier noch aufschreiben. Natürlich weiß ich, dass der aus Uruguay kommt, aber deswegen habe ich Banega. Ja, kann man mal machen. Okay, und? Und die Brasilianer sind Paulinho und Augusto. Boah. Digga, Glück gehabt mit Oscar und Giuliano. Das sind so zwei Undercover-Spieler. Eigentlich nimmt man immer Paulinho und Augusto mit. Deswegen habe ich diesmal extra die mitgenommen, weil es halt so wirklich Undercover ist, ne? Okay, gut, mir ist mal gerade aufgefallen. Ich habe, warte kurz, kannst schon mal deine reinmachen. Ich habe für dich mir überlegt, wen ich aufschreiben wollte. Habe die Kollegen aber nicht aufgeschrieben. Mache ich das mal ganz hier kurz. Warte kurz, eine Sekunde. Kurz live. Den wollte ich nochmal links. Ah, genau. Ja, okay, mach schon mal. Ich habe aufgeschrieben. Okay, links habe ich einen Spanier logischerweise, rechts habe ich einen Brasilianer. Okay. Links habe ich Thiago. Und rechts habe ich halt Augusto. Na, ich wusste schon, wo du Spanier gesagt hast, wusste ich links schon, okay. Danke dafür, der kann es schon mal gar nicht werden. Ich hatte eine Karte gedacht. Nimm mal eine Karte mit! Nee. Kann ich schon wieder durchstreichen hier, den guten Nakata. Und auf der anderen Seite hatte ich dann einen Brasilianer. Habe ich gedacht, okay, da könntest du jetzt eventuell drauf kommen. War da nicht ganz so, denn ich habe Casemiro aufgeschrieben. Mann! Okay, weiterhin 1-0. Das heißt, es sieht weiterhin danach aus, als wenn mein Ronaldinho sich hier gleich vom Acker macht und abgestoßen werden muss, ey. Aber wir haben noch 5 Spieler. Das ist noch so alles offen. Wir kommen jetzt zu den Außenverteidigern und da muss ich jetzt mindestens einen haben. So, Leute, wir können jetzt zu den Außenverteidigern gehen, wenn du Bock hast. Ich schau nochmal bei mir. Oh. Ich habe wieder ein bisschen undercover das Ganze gemacht. Von links könntest du eventuell drauf kommen. Wir fangen mal links an, ja? Weil da bin ich weiter über Uruguay gegangen. Und zwar ebenfalls. Ne, eben hatte ich Pereiro, ne? Jetzt habe ich Pereira am Start. Also Pereiro und Pereira, um dich ein bisschen zu verwirren. Aber könnte man eventuell drauf kommen, halt wegen Uruguay, ne? Also, wer weiß. Dann geht's weiter auf der rechten Seite. Und da wirst du, denke ich mal, auf jeden Fall nicht drauf kommen. Da bin ich nämlich echt undercover as fuck gegangen. Und zwar mit einem Polen. Und der Kollege heißt Jedriček. 74er, also im normalen Ultimate-Team-Modus wäre das jetzt sogar ein Silberspieler. Also komplett undercover. Da wirst du safe nicht drauf kommen, ne? Oder vielleicht Glückstreffer, aber ne, hau raus. Ich hab Kimmich und Alba. Aber ich wusste so safe, dass du über Jordi Alba gehst. Weil den habe ich... Obwohl, wusste ich eigentlich gar nicht, Digga. Den wollte ich bei dir aufschreiben. Was erzähle ich da? Warum meinte ich, ich wusste es bei dir? Das war gar nicht so. Ich wollte ihn bei dir aufschreiben. Deswegen habe ich gerade an Jordi Alba gedacht. Aber habe ihn dann noch nicht bei dir aufgeschrieben, sondern was anderes. Weil ich dachte, nee, das ist zu offensichtlich mit Jordi. Dann hau mal raus, was du aufgeschrieben hast. Links? Links habe ich Nacho Monreal aufgeschrieben. Und rechts? Danilo. Ah, okay. Ich habe Alba und Aspi. Nein, Digga, ich wollte erst Jordi Alba aufschreiben. Ich hab mir gedacht, nein, das macht er nicht. Ey, ich wollte rechts eigentlich erst über Dani Alves. Ich wollte erst die offensichtlichen beiden, Jordi Alba und Dani Alves. Wollte ich erst aufschreiben, da habe ich mich aber dazu entschieden, nee, der geht jetzt safe undercover, der will die Führung jetzt halten. Oh Mann, Alter, weiter 1-0. Wir kommen zum letzten 3 Spielern, aber es ist noch nichts vorbei, Leute. Es kann noch alles passieren. Es sind noch 3 Spieler, die offen stehen bei uns beiden. Das heißt, da kann jetzt noch einer kommen. Und wir kommen jetzt zu den letzten 3. Es geht zu den letzten 3 Positionen. Ich muss jetzt Minimum einen haben, da geht es nämlich in die Verlängerung. Was heißt Verlängerung? Geht es ins Schnick-Schnack-Schnuck-Duell beim Unentschieden. Solltest du jetzt eh noch bei mir 2 erraten, dann kann ich eh nur noch einen Unentschieden raushauen. Ne? Also wir schauen mal ganz kurz bei mir. Ich habe bei dir was Sneakyhaftes gemacht, das war meine einzige Möglichkeit. Okay, los geht's. Ich habe eigentlich wieder 2 Undercover-Spieler. Einmal habe ich, den wollte ich unbedingt einbauen, weil der Typ ist so eine Legende, Pazdan. Der hat so eine polierte Glatze, das glaubst du gar nicht.
Ich sag's dir, die Glatze ist so poliert. Alle Hashtag Glatze jetzt in die Kommentare. Polierter kann man die ja nicht haben, ganz ehrlich. Deswegen Legende habe ich mitgenommen. Dann auf der anderen Seite habe ich schon mal die Kombi, glaube ich, gegen dich bin ich damit auch, glaube ich, ganz gut gefahren. Deswegen nehme ich die jetzt auch wieder. Und zwar Den Donker und im Tor Thibaut Courtois. Hätte ich auch noch Castells und Sels gehabt, zwei andere Belgier. Aber komm, wieder, komm. Darauf, der geht safe über Südamerika links weiter. Glick de Gea Ramos. Hau rein. Du bist sogar voll auf Europa gegangen. Glick, ich wusste, du nimmst Glick. Ich habe nicht extra nicht mit Glick gegangen. Das ist also safe, ne? Dass du Glick mitnimmst. Okay, das heißt, es bleibt weiter beim 1-0 für dich, ne? Aber es ist jetzt noch alles drin. Okay, also ich brauche Minimum einen. Einen brauche ich. Du hast safe Spanien aufgeschrieben, ne? Vielleicht. Ich habe so einen. Ja? Was? Hast du Ramos aufgeschrieben? Vielleicht. Okay, warte. Ich sag's dir kurz vorher. Ich hab's so gemacht. Ich bin auf drei Spanier gegangen. Jo, weil ich mir da gedacht habe, dann habe ich safe einen. Nämlich ich wenigstens einen hab, komm. Okay, sag mal, also Torwart hast du De Gea. Ja, vielleicht auch Asenio, wer weiß, Digga, wer weiß. Sag mal. Ja, De Gea hab ich, ja. Und Ramos hast du? Ja, hab ich auch. Piqué? Ja, hab ich auch, ey, die drei hab ich, okay. Hau raus. Bitte ein, komm. Ich hab Hummels. Juri. Nein, bitte der letzte Raum. Und der Spanier. Ja. Puyol. Na, gib doch Ramos. Oder Piqué. Einer von denen. Ich hab Ramos mitzunehmen, aber Auguste braucht den Link. Auguste braucht einen neuen Link, aber doch, jetzt ja. Werde auf 6 und nicht auf 8. Ja, aber mit Manager, also die amerikanischen Manager. Ja, darauf 8 gehen. Ja, ich dachte das jetzt. Oh Mann. Nein, Alter. Ich habe extra drei Spanier aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, Piqué oder Ramos, dann nimmst du safe einen von mit, ey. Ah, okay, es bleibt beim 1-0 für dich. Das heißt, du hast gewonnen. Das heißt, ich muss Ronaldinho abstoßen. Ronaldinho, es ist nichts Persönliches, ne? Das ist Jens Schuld, es tut mir leid. So, ja, und du darfst noch einen weiteren abstoßen, ne? Yep. Okay, warte, ich tu kurz. Information? Ja, 4-3-2. Warte. Ich habe gerade erst Ronaldo reingetan. Ich habe noch nicht sortiert, war ganz kurz. Ja, okay, ich lasse Ronaldinho als ZOM stehen, ne? Ist ja klar, den solltest du im besten Fall nicht nehmen. Okay, hau raus, komm. Okay. Ich habe noch zwei, eigentlich ne, drei gute Spieler, also Courtois, Suarez und Ronaldo. Ne? Ich bin gerade am überlegen, ist Torwart, ZM oder Z... Ach nee, ZOM geht ja gar nicht. ZOM kannst du nehmen. Torwart oder ZM, ich bin am überlegen, also mittlerer. Mittlerer Z... Was hast du jetzt genommen? Ja, ich nehme mittlerer ZM. Okay, also du wärst besser dran gewesen, hättest du einen Torhüter genommen, kann ich dir sagen. Weil das wäre Thibaut Courtois gewesen, einer der wenigen, den ich kaum durch... Ich habe, glaube ich, sonst jeden durchgetauscht. Oh, wer ist ZM? Pereiros, ZM gewesen, oh, mittlerer. Komplett broke. Ja, okay. Aber du hast doch noch Ronaldinho. Beziehungsweise heißt, du hast ihn nicht getroffen, aber du hast das Ganze gewonnen. Das heißt, ich muss Ronaldinho Gaucho abstoßen. Es tut mir leid, Ronaldinho. Es war nichts Persönliches gegen dich. Mach's gut, Digga. Leute, das war's von diesem 100%igen Icon Squad Builder Battle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt Jenks Kanal aus. Links in der Beschreibung. Und checkt meinen Shop aus für die nice Sachen in Deutschland. Design in schwarz und in weiß als Pullover und als T-Shirt auch in weiß und in schwarz erhältlich. Also gerne abchecken. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Danke an jeden, der mich beim Kauf unterstützt. Gratis Autogrammkarte gibt's auch wie immer dazu. Und weiterhin ab einem Bestellwert von 30 Euro gibt es die legendäre Nice-Tasse im Deutschland-Fußball-Design gratis dazu. Ab 30 Euro bestellt. Du musst mir immer noch senden, ey. Ja, ich muss den Jenk die mal hier zusenden. Jenk, hol dir mal was für 30 Euro, dann kriegst du die auch gratis dazu. Okay. Also, Leute, Links in der Beschreibung, abchecken lohnt sich. Macht's gut, Leute, und rein, bis zum nächsten Mal und ciao.